Um das ganz kurz abzuschließen. Sie waren ja schon mal berühmt, ne? Sie sind, ich glaube, wir haben ein schönes Foto hier. Sie sind 1967, sind Sie mal, das erinnern viele Leute noch, auf Händen von Regensburg bis in den Vatikan gelaufen. Warum? Das Nach war eine Pilgerreise auf Händen, ja, mit 1070 Kilometern. Da sehen wir es. Kopfüber sind Sie nach Rom gelaufen. Wie lange haben Sie denn dafür gebraucht? Ich habe 3 Monate dazu gebraucht. 3 Monate? 3 Monate. Bin im Vatikan dann einmarschiert. Im Vatikan einmarschiert ist keine glückliche Formulierung. Ja. Wie fand der Papst das? Ja, da habe ich einen runden Draht. Das war Paul der VI. War das. Ja. Kann mich noch ganz gut erinnern. Das Fotografieren war verboten. Dann habe ich seinen Ring geküsst und habe eine Handstandrunde um ihn gedreht. Und dann hat er sich bedankt und hat mir einen Segen gegeben. Dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen, alles Gute. Herrlich, herrlich. Herrlich, herrlich. Also die Vorstellung, dass Sie im Handstand um Papst Paul VI. Kreisen, das hat was, muss ich sagen. Das ist einer der wenigen Menschen, die den Papst so von unten gesehen haben wie Sie. Da gibt es nicht viele.